Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video. Wir leben in sehr spannenden, angespannten Zeiten. Wir haben einige schwerwiegende Konstellationen vor uns, auch noch im April rein. Und wir haben ein großes Terrorattentat hinter uns, nämlich am 22. März fand in Moskau dieser Terroranschlag statt, um 20 Uhr Ortszeit. Und heute möchte ich mir das astrologisch mit dir anschauen. Das ist insofern interessant und wichtig, weil ja diese Langsamläufer, diese Planeten und ihre Energien jetzt immer wieder zu neuen Manifestationen führen. Das heißt, das wirkt ja sowohl im Inneren, also in dir seelisch, ja, individuell, wirkt das auf alle ein, so quasi diese astrologische Konstellation, und im Äußeren dann natürlich auch mundan, auch auf verschiedenste Bereiche. Und heute schauen wir uns mal dieses Terrorattentat an. Das Faszinierende ist, wenn man einmal schaut, wir haben einen Waage-Aszendenten. Und wenn man jetzt mal sagt, na gut, Waage, was ist denn das für eine Energie, die sich da manifestiert zu diesem Zeitpunkt? Waage ist an sich ja etwas Ausgleichendes. Also Waage will ja einen Ausgleich schaffen, Waage will ja auch Begegnung schaffen. So, und wir begegnen ja entweder Ideen oder Menschen. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. Und welche Begegnung wird denn da geschaffen? Welche Begegnung manifestiert sich? Da schauen wir uns den Herrscher von Waage an. Und der ist im fünften Haus. Das heißt, es geht um Leben. Ne? Einfach mal grundsätzlich um die Lebensenergie, die Lebenslust, den Ausdruck des Lebens. Und was passiert mit diesem Leben? Da sehen wir, die Venus hat eine Konjunktion mit Saturn. Das heißt, wir haben hier schon mal eine Einschränkung des Lebens. Also im fünften Haus Venus, Einschränkung des Lebens, Einschränkung auch von dem, wo man sich wohlfühlt. Und dazu kommt noch etwas. Diese Venus steht im Fisch. Das heißt, wir haben Einschränkung und Auflösung des Lebens. Ja, das ist die Energie, die sich da manifestiert hat bei diesem Terrorattentat. Wenn du jetzt Venus individuell dir anschaust, könnte ja das auch Venus im Fische, ja, der Liebestraum sein oder die Ernüchterung des Liebestraums, ja, oder eine Enttäuschung in der Liebe zum Beispiel auch. Aber in diesem Horoskop, so wie das da drinnen steht, haben wir eben hier die Auflösung, eine auflösende Begegnung, mit Menschen, eine Einschränkung auch noch dazu. Und an der Spitze des Fischehauses, noch ganz am Anfang des Fischehauses, aber auch schon im fünften Haus, also pardon, im Fische Archetyp und im fünften Haus steht der Mars. Und Mars nimmt also noch einmal so diese uranische Energie, diese Explosionsenergie mit. Also buchstäblich die Explosion, Auflösung des Lebens. Also das ist mal die Energie, die sich hier manifestiert. Und wenn man sich das anschaut, dann auch noch einmal die Sonne dazu, dann sieht man, dass die Sonne in diesem Horoskop im sechsten Haus steht, also Alltag, Arbeit im Widderzeichen natürlich. Wir haben ja die Frühlingsenergie, die Widderenergie. Aber Widdersonne ist immer auch noch einmal eine sehr dynamische Sonne. Aber was hat die Sonne drauf? Die Sonne hat eine Konjunktion mit dem Neptun und noch einmal die Auflösung der Lebensenergie. Also wir haben zweimal Auflösung und im Sechserhaus natürlich dann auch noch einmal Auflösung, die kommt so aus dem Alltag raus, aus dem Allgemeinen raus und ja, und natürlich auf Widderart, das heißt auf sehr dynamische, auf sehr explosive Art. Also zweimal wird hier das Leben ausgelöscht, aufgelöst quasi. Und die Sonne hat noch dazu ein Halbquadrat zu Jupiter. Und Jupiter ist ja schon in Konjunktion mit dem Uranus im Stierzeichen. Und das steht im achten Haus und das ist die verblendete Ideologie, die auch noch einmal das Leben auslöscht. Also Jupiter, Uranus, das ist eine Übertreibung der Übertreibung. Und das im Achterhaus, das sind so deine Gedanken. Und da denkst du dann, ja, stierische Gedanken, da geht es natürlich ums Revier, ja, da kann eine Ideologie dahinter sein und das könnte natürlich auch dein religiöses Revier sein, das könnte natürlich auch so deine Ideologie sein, die dich klar abgrenzt von den anderen und die macht jetzt quasi ein Halbquadrat wieder zur Sonne hin und führt erneut zu diesem Druck auf die Lebensenergie hin. Also wir sehen schon, da haben wir durchaus eine sehr deutliche astrologische Symbolik dabei. Und wenn man sich das dann auch noch anschaut, hier im
Also im Zehnerhaus, was ist dann die Bestimmung dieses Horoskops? Also wo geht denn diese Energie hin? Also das eine ist, ich hüpfe jetzt den Gedanken, pardon. Also wenn man sich die Sonne anschaut, jetzt bei so einem Horoskop, dann ist der Stand der Sonne das, wo sich das abspielt. Ja? Und das ist eben im sechsten Haus, eben so im Alltag, in der quasi Normalität spielt sich das ab. So, ja. Und das zehnte Haus ist dann einfach so diese Bestimmung, wo läuft denn dieses Horoskop hin? Und da haben wir am MC dann den Krebs stehen. Und Krebs ist der Herrscher wieder Mond. Das heißt, wir haben Mond. Der Mond steht im 11. Haus. Und das heißt, das ist eine, ja, da könnte man sagen, das ist eine Gruppe von Gleichgesinnten. Ja? Und diese Gruppe von Gleichgesinnten will natürlich was mit dem Löwen feiern und will da einfach vielleicht auch Party machen. Aber mit der Jungfrau wird das auch eingeschränkt. Wird der Mond halt quasi auch eingeschränkt. Und dieser Mond hat auch noch dazu ein 1,5 Quadrat zum Merkur. Merkur ist jetzt auch noch einmal im Widder. Das heißt, da ist noch einmal so Stressenergie drauf auf der Funktion. Das ist noch mal eine eingeschränkte Funktion. Und wir haben eine Opposition des Mondes zum Mars hin. Und das ist noch einmal so diese Explosion. Das heißt, da kommt wirklich Explosion dazu zu einer Gruppe von Gleichgesinnten, die sich da was anschauen wollen. Also auch dieser Mond ist da in Bedrängnis, ist da durchaus in einer gewissen Stressenergie. Und wenn man sich das dann so anschaut, dann bekommt man ein Gefühl meines Erachtens nach für diese astrologische Symbolik, wie sich da etwas manifestiert. Und diese Wirkungsweise, diese Planeten, ne, und stehen ja natürlich zu diesem Zeitpunkt, natürlich in unterschiedlichen Quadranten, aber bei jedem Menschen individuell auch drinnen. Und wir haben jetzt natürlich mit diesem Terroranschlag eine Gewaltspitze erlebt und eine Grausamkeit erlebt, also sicher in einer der negativsten Formen, wo sich sowas manifestieren kann. Aber was mir wichtig ist, du siehst in der Symbolik schon, wie sich Astrologie ausdrückt und wie sich das manifestieren kann. Und deshalb habe ich dieses Horoskop heute auch durchgenommen. Und ich hoffe, du kannst dir da jetzt was davon mitnehmen, auch wenn da jetzt ein paar so Entsprechungen, Besprechungen waren und das alles sehr astrologisch hochgestochen klingt. Aber wichtig ist nur immer die Frage, auf welche Art und Weise manifestiert sich die angelegte Energie im Konkreten. Und das kann man da jetzt ganz gut, denke ich, besprechen. Und das kann man leider immer wieder auch an so Extremsituationen ganz gut deutlich machen. Und ich hoffe, du kannst dir da was mitnehmen. Das ist übrigens auch so dieselbe Energie, wenn man da sagt, ja, jetzt kommt da kommt eine kriegerische Energie oder da kommt eine Streitenergie daher, dann deutet man natürlich das, was da im Horoskop drinnen steht. Und nichts anderes ist es. Gut, also wenn du es dir anschaust oder wenn man es so allgemein noch einmal anschaut, dieses Horoskop abschließend, wir haben einen Waage-Aszendenten, wir haben einen Krebs-MC und das schaut am ersten Blick gar nicht so schlimm aus. Ja? Und deshalb geht es ja eben darum, was sind die Feinheiten im Horoskop und die gehören natürlich dann genau angeschaut und gedeutet. Ja, apropos Feinheiten im Horoskop, ich habe am 12. April ein Event und zwar geht es da um Partnerschaft und Astrologie und da geht es natürlich ganz genau nochmal darum, was sind denn deine Partnermuster im Horoskop angelegt? Auf was ist denn zu achten auf der astrologischen Ebene bei der Partnerwahl und was versteht sich denn und was versteht sich nicht? Also wenn dich das interessiert, Trailer kommt jetzt dann gleich und wie immer bedanke ich mich herzlich für deinen Daumen hoch, für dein Abo, für deine Likes, für deine Unterstützung bei dem Kanal. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich da immer wieder, wie viele Menschen da jetzt schon zuschauen, wie viele Leute man erreichen kann. Und ich freue mich natürlich, dass du auch bis zum Ende des Videos dran geblieben bist. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Entweder live bei mir in Linz bei einem Kurs oder auch bei einer Einzelsitzung, bei einer astrologischen Beratung. Sonst auch gerne über Zoom oder WhatsApp. Aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Reni. Tschüss.